Escape Zelle. Mal los. Das ist die Hardcore-Version. Ja. Under fire! Oh. Ziemlich. Vielversprechend. Frage beantwortet, oder? Ich hab die Schüsse alle auf einmal gehört, quasi. Ich glaube, du bist gar nicht mehr zu retten. Warum versuche ich das überhaupt? Du hast einen Pfeil im Kopf. 3, free to engage. Free to engage. Problem ist, wenn ich hier bin, an dem PC. Also eigentlich ist derselbe PC, aber an dem Schreibtisch. Enemy könnte jeder fire! Die Katze angreifen. Ja. Komplett still? Das wird. 2, 4, engage at will. Steffi. Kannst. Das habe ich ja auch. Habe ich auch gleich Munition. Links hier aus dem Feld ist einer. Einer? Danke. War doch ganz einfach. Bin ich gerade mit Waffe genommen? Morgens oder abends eingestellt? Sieht doch morgens aus, oder? Ja. Also kein Nachtsichtgerät. So. Ach ja, die tollen, undurchdringlichen Waldränder von Zelle. Denk mir in die Richtung, finden wir einen Burger King. Okay. Gehen wir doch dahin. Was ja, auf weil Zelle in der anderen Richtung ein Panzer steht. Genau siehst die du? Richtige Richtung. Siehst du, intuitiv richtig. Steht ein T-72 oder sowas auf der Straße. Mit so einem T-72 hier ist, da gehen wir da doch lieber hin. Ich hab gestern angefangen, Gehwege auf Rida zu verlegen. Denn ist mir aufgefallen, dass Terran Builder die Pitch Bank von den Objekten komplett falsch importiert. Siehst du? Das merkst du erst, wenn du das dann versuchst, produktiv einzusetzen. Ja. Dann hat sie Lola im Thread gepostet. Ja, XCAM kommt auch ohne Pitchbank, weil das auch nicht exportiert bekommt. Deswegen lässt er das direkt ganz raus. Also ist Terran Builder da erstmal kaputt und wir müssen warten, bis das fix. Nee, ich weiß warum. Das nicht funktioniert. Ich weiß auch, wie es beben kann. Mit angewandter Mathematik. Klingt langweilig. Wenn irgendjemand mal früher in der Schule gesagt hat, und wofür bräuchte ich den ganzen Scheiß im Matheunterricht? Genau dafür, wenn man einen 3D-Editor für Arma 3 baut. Und seine Bürgersteige. Und die Bürgersteige nicht funktionieren. Hätte ich doch damals in Mathe besser aufgepasst, dann könnte ich meine Bürgersteige jetzt auch exportieren. Ah, hier waren wir schon mal. Du warst überall schon mal. In dieser Schneise, die kenne ich tatsächlich. Du warst überall schon mal. Ja, das stimmt. Die Richtung, wo ich gucke, ist Osten. Westen. Die Richtung ist Westen. Verzeihung.
mir nicht gesagt, es ist morgens. Naja, deswegen ist am besten. Du hast doch in die Sonne geguckt, oder? Dann ist der Osten, ich hab falsch rum gedacht. Verdammt! Na, richtig. Ich habe gerade noch so gedacht, halt! Naja, genau, hier hört die Karte auf. Das wusste ich doch. Rechts. Warum rennen wir dann hier hin? Gehen wir jetzt nach Westen? Ja. Folgen wir der Schneise. Du wolltest also nur zeigen, wie toll du weißt, wo wir sind. Ich habe gesagt, ich war hier schon mal. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, wo wir sind. Ich wusste aber, dass da der Schneise. Rand der Karte ist anscheinend. Was? Wo geht denn jetzt hin? Also Westen oder Osten? Wieder in die Schneise und dann nach Westen. Ja, und warum gehen wir dann jetzt schon nach Osten zurück, um dann der Schneise... Boah, geschossen. Leider bin ich kurzsichtig. Ja, noch weiter schießen, würde ich mal vermuten. Ah, oh, ein Airpicker! Seid jetzt alle da vorne? Wieso kann ich mir das nicht nehmen? Ich kann es mir nehmen. Aber ich will es nicht. Wir brauchen halt auch, er muss ein DLC dafür kaufen. Weiß ich nicht. Ein Airpicker. Kann es nicht nehmen. Ist eine Einstellungssache, bin ich mir sicher. Hat eh keine Munition, Steffi. Ist auch nicht auf den Boden packen, gar nicht. Eng zeigt er mir jetzt zwei an, der hätte zwei. Was? Ja. Ich hab jetzt zwei. Steffi, lad mal nach und guck mal, ob das Magazin einfach verschwindet. Guck das noch, vielleicht nee, aber geht. Nö. Mit Animation, dann geht's. Also ich habe, wie gesagt, zwei RPKs hat der und eine Itzmarsch. Und dann? Guck mal, ist doch hier perfekt zum Campen, oder? Was waren noch zwei, die geschossen haben? Ja, der andere lag da vorne, ich habe mir seine... Da kam mit Granatwerfer gekrallt auch, aber... Die ich da hingelegt habe, meine benutzte. Ach so. Ich habe mir seine Hitzmasch gekrallt. Und meine AK da hingelegt. Ach, jetzt das hat er alle weg hier. Das erklärt auch, warum er keine Granaten dafür. Ja. Mit der habe ich ihm vorher an die Birne geschossen. So, ich habe 22 Schuss mit der RPK. Das ist doch wunderbar. Auf Zelle passt die Tiger Stripe Camo irgendwie sogar ziemlich gut zur Farbe, oder? Wo seid ihr bei meinen? Ich hab kurz weggeguckt. Seid ihr jetzt? Guckt nicht weg. Schneise entlang. Richtung Westen. Ha 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 ha. Links von den erschossenen Typen durch den Waldrand, dann kommst du. Ah, andere, in der Schneise andere bin Richtung. Ich, aber ich schneise. Andere Richtung. Aber andere die Schneise Richtung. Hier zu Ende. Hallo. Nein, die geht da weiter. Das ist nur ein die Schneise Baum weiter. Rechts. Doch, die ja, da. Lass da soll die Schneise sein? Ja, wir stehen noch drin. Hier. Ja, jetzt sehe ich das wohl, aber das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass da die Schneise weitergehen soll. Guck dir das mal an, wie viel größer die in die andere Richtung ist. Ich habe sie zuerst auch nicht gefunden.
Haus gibt's immer alte Salzstangen. So gut. Ist nicht oft genug da. Werden irgendwo hergestellt hier, bin ich mir sicher. Wilmerwegkribbeln gibt's alte Salzstangen. Du hast noch nicht den Schrank gefunden, wo die neuen gelagert werden, bis sie alt sind. Denn rausgestellt werden für mich? Ja. Guck mal, hier waren wir doch schon mal. Die Straße hey, vorne. Oh Gott, es ist Wald und wir sind dazwischen auf einer Wiese. Du sagst das jedes Mal. Natürlich, wir waren schon mal auf Zelle auf irgendeiner Wiese zwischen Wäldern. Das sind sie vorbeigefahren. Das stört. Deine Eltern sagen sich immer, der Junge mag so gerne alte Salzstangen. Komm, wir lassen mal ein Paket stehen, um das bisschen alt werden zu lassen. Rechts sind Dinger da, Feinde. Ah, ja. Okay. Ich habe gerade überlegt, wenn es nur Dinger sind, wäre keine Gefahr. Ah, das ist auch fire! Taking fire! Hab den Schützen. Oh. Das sind noch zwei. Take fire! Der liegt. Das war's. Wie der fährt noch das? 200 Meter front. Fahrer erwischt. Bis der Artillerie ruft. Artillerie, meine Position, sind Sie sicher? Ja! Wer schießt ab? Ah! Über sie kommt. Ah, der kann nach vorne schießen, oder? Dahinter ist ein Zivi, ausgestiegen. Wird man eigentlich seit Stangenkauer? Fast gar nicht. War das jetzt ironisch gemeint? Nein. Und es ist ein Sunny, ausgezeichnet. Du bist ein Engineer bei mir. Soll mir das was sagen? Eventuell. Zu viel Ketchup. Hier muss die Kugeln ja abfangen. Warte. Entweder das hat nicht funktioniert oder ich hab mich verfehlt. Ich hab dich angeguckt und hab einfach OK gedrückt, als das Kreuz aufgetaucht ist. Und das nicht. Jetzt bist du fit. Ich denke, Ruffy, ich hab meine. Aus dem UAC ist jemand mit einer AKM mit 74er Munition ausgestiegen. Oh, ist einer. Oh, wo? Oh. LKW. Was? Well, Gabi, wenn du das Video hochgehst, möchte bitte, dass du hier Musik reinschneidest. Passende. Was wäre denn passende? Weißt du nicht, irgendeine Actionfilm-Musik oder so? Vielleicht Knight Rider. Knight Rider passt doch, oder? So, oder was heißt mit der AKM hier?
Der hat die falsche Munition. Nö. Eine AKM und AK-47 Munition. AK-74 hatte der bei mir. Dann hast du in den daneben geguckt vielleicht? Aber also der hat bei mir den bestimmt. Ah, Tatsache. Ja, dann habe ich die Waffe bei dem anderen gesehen. Bei dem hier neben hat man die AKM irgendwie noch, wenn man in den... Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Okay. Ja. Das ist nämlich genau die Munition, die ich brauche. So. Okay. Ein Fahrer bei mir noch rein. Mike hat sich freiwillig gemeldet. Nö, eigentlich doch. Nicht. Die letzte Mike Person, die noch rumläuft und nicht im Auto ist. Nö, irgendwie nicht. Mike sitzt noch hier, das erkennt man noch an der Mütze. Echt? Dann ist es Steffi. Verdammt. Muss ich dich da rausschießen? Hm? Hm? Ich hab das größere Kaliber. Wenn ich zuerst schieße, bringt dir das aber auch nichts. Da fährt Steffi. Aber so diese Feuer kann ich leider nicht verstehen. Richtung? Oh! Knapp nicht. Ost bitte. Aber die sind doch auch da lang. Ist ja, das ist auch Osten. Das ist richtig. Ja, was habt ihr vor? Wollt ich euch reparieren? Nö. Danke, das ist voll verwirrend, wenn du nicht Ingenieur bist. Laut. Waffenschein bin ich wieder belebt, das ist ja nichts zum Aushalten. Ja. Ich hab jetzt rausgetappt, bis ich wieder lebe. Enemy fire! Arschloch. Was? Under fire! Ich hab den nicht wieder belebt, dafür sind ziemlich viele Fahrzeuge. Kabel von den Fahrzeugen. Mike, kommst du? Andere Richtung. Ja. Versuch durch die Fahrzeuge zu schießen. Dankeschön. Ich hab nicht gemerkt, dass das du lebst, wieder bei ernst gemeint. Schneller weg. Oh. Nein. Danke. Du musst doch alle mal die Mute-Kopf hier passieren. Ich will damit anders weitermachen. Oder bis könnte das einfach fixen. Ja, ich hab auch keine Ahnung, was das ist. Und das andere Kamera so auch. Danke. Stimmt, oder du fixst das? Oh, Leute! Ich wollte aber nicht, was das ist. Will doch nicht das die letzte sein. Wie alle anderen Fahrzeuge. Der macht gerade Pause, glaube ich. Oh, jetzt fängt er wieder an. Er hat bisher noch auf Nilo geschossen. Der zweite schießt auch. Komm nicht mehr vorwärts. Ja klar, zwei oder drei. Es wird ein Panzer nicht reichen. Taking fire! Oh, Maike, bereit machen.
3 Meter vorwärts gefällt. Was? Den letzten davon durchs Vorwärts fallen. Danke. Das Rennen nicht von Krabbel zu halten, oder soll ich nur einen Tipp schaffen? Wer liegen wir jetzt? Schön an einem Ort, da muss man sich suchen. Wenn man einen hat, hat man alle. Leo, leg dich doch dazu. Dazu gemütlich hier. Bring Kartoffelchips mit. Nur alte Salzstein. Und hab eine mitgenommen. Neo alles hat. Oh ja. Bin MacGyver. Du hast ein Teelicht gebaut. Und ein bisschen Teebaumöl. Okay, bringt doch gegen die KI nichts. Warte mal, das klingt so, als würde das nicht viel bringen. Jetzt ist er weg. Steffi, du lebst wieder. Tschüss. Steffi, du lebst wieder. Tschüss. Eine Kette raus. Michael, du lebst wieder. Tschüss. FIFA ist falsch. Under fire! So, jetzt kann ich nicht mehr rennen, jetzt heil ich mal. Noch jemand? Ja, Steffi, bitte. Komm hier rüber. Ja, die schießt bis hier hinten hin. Jo. Halt. Wer schießt dann noch auf irgendwas? Ja. Danke. Du auch. Michael musst du auch geheilt werden. Ach, da ist er. Nein. Explodieren Sachen, das finde ich gar nicht gut. Besser Sachen als wir. Aber meist sind die Sachen, die explodieren, so. Oh, so nach unserer Reichweite. Oh, hier waren wir doch schon mal. Nein, diesmal ist es eine andere Wiese. Ach so! Weil es hier am Hang ist. Okay. Ansonsten könnte es tatsächlich die gleiche Wiese sein wieder. Weil nur Neo hat das entsprechende Gen geerbt. Das ist jemandem erlaubt, zwei identische Wiesen zu unterscheiden. Nein, ich sehe genau, wo das Klettergerät anfängt und wo es aufhört und kann damit die Position triangulieren. Geht man nicht? Triangel spielen kann ich auch. Ja, triangulieren, Steffi. Das ist der Fachbegriff dafür. Genau. Welche Lieder kannst du denn alle so triangulieren? Oh, wir haben Text für Steffis Remark in der Squad XML. Triangel spielen kann ich auch. Ich werde ihre Position mit der Triangel spielen. Nein, nein, triangulieren. Ach, Triangel kann ich auch spielen. Also ich finde, dass Steffi als Text bekommen sollte. Hör, der hat ja gepiept. Oder das. Dann noch ein Video hinzu. Die Triangel hat ja gepiept. Doch nicht rüber? Bitte nicht, sag mir, wenn sie im Wald bleibt. Du bist ein Hubschrauber vorbei. Ist. Ich sehe von lauter Bäumen nix. Da ist er. Gehen wir, oder? Ja. Wir bewegen uns nie wieder vom Fleck.
Steck den Baum fest. Wir warten, bis einer von den Russen das Comcenter hackt und. Vielleicht kommt unser russischer Helikopter ab, wir könnten wir mal. Ich hab das. Scruff, das hat übrigens super geklappt. Ich hab den Skript einfach aus der Escape im. Ich hab Map-Builder gestartet. Den Skript aus der Escape ausgeführt, das eigentlich nur rauskopiert, wo er die Objekte erstellt fürs Gefängnis. Dann habe ich den Skript ausgeführt, der Objekte auf der Karte zu Map-Builder hinzufügt. Dann habe ich es einfach als Mission SQM gespeichert. Dann hatte ich eine Mission nur mit dem Gefängnis. Das hat echt gut geklappt. Also erstaunlich gut. Also, ich war selbst überrascht. Konntest du erst gar nicht glauben. Ja, auf der Schnalze waren wir doch heute schon mal. Jetzt gehen wir aber auf der Schnalze nach Süden. Bist du sicher, dass das die gleiche ist? Also da, wo Maike vorhin entlang wollte. Dann lief die doch von West nach Ost. Also mit dem Wiesen klappt das ja, aber Neos Schneisenerkennung muss man noch dran arbeiten, glaube ich. Aber Schneisen sind doch auch nur lange Wiesen. Kommt drauf an, ob Gras drauf wächst. Ich hab auch Schneisen, wo kein Gras wächst. Wo gehen wir hier weiter? Na gut, vor allem wir einfach nach Süden weiter. Süden ist doch immer schön. Es ist irgendwie, als wenn man bergab gehen würde. Bergauf hier. Romulok hat gerade geschrieben, abgesehen, dass du die neue Escape released hast, sobald ich zu Hause bin, lade ich sie im Steam Workshop hoch. Hast du ihm gesagt, warte noch mal ein paar. Ich hab gesagt, warte damit lieber noch mal, spiel sie erstmal. Er hat gefragt, was mit der denn ist. Ich hab gesagt, sie ist vielleicht ein bisschen einfacher als gewohnt. Er meinte denn, in Anbetracht des Tages akzeptiere ich das so, aber denke mir oder dehne das zum logischen Extrem aus, diese Aussage. Damit ja vollkommen. Er hat schon lange genug mit dir zusammengearbeitet, nicht zu uns kennen. Aber das sollte ein April-Scherz sein? Deswegen wurde sie heute released, ja. Deswegen musste er sie heute auch noch ganz neu bauen. Ich dachte, er wollte uns einfach nur was Gutes tun. Mal gewinnen und so. Vielleicht wollte ich allen was Gutes tun. Weil alle denken, das war ein Scherz. Und jetzt bin ich traurig, weil ich wollte eigentlich nett sein. Dafür hatten wir doch letztens schon mal die eine Version von Yoshis Mission. Wir hatten doch nicht nur bei den verschiedenen Duala- und Bornholm-Versionen, dass die Tore nicht mehr aufgehen, sondern auch die Marker waren doch kaputt und die Wegpunkte. Vereinigen. Oder?
weil MyKiro mir das nicht geglaubt hat, dass wenn man ein Objekt ändert, dass sich alle anderen IDs auch verändern von den Objekten. Meinte, die sind starr und bleiben so. Also Biss hatte das Problem mehrfach, dass die ja noch an Altes und so gearbeitet haben. Oder ich glaube, während Stratis auch oder so. Und du hast dann halt den Fehler gehabt, dass er irgendwie einen Wegpunkt Enemy auf ein Haus gesetzt hat, um jemanden da reinzuschicken, eine Einheit. Und danach kam dann immer Bad Link to Static Object oder so, weil sich die IDs alle geändert haben. Ja, genau. Und das ist ja quasi bei Bornholm und Duala auch der Fall, weil ja da denn die ganzen Sachen nicht mehr synchronisiert werden, weil er das ja, glaube ich, an der ID festmacht. Gehe ich mal von aus. Da vorne ist ein Haus. Makiro hat mir das halt nicht geglaubt, weil er meinte, wenn man halt die Insel editiert, dann bleiben die IDs so. Wenn man was löscht, dann rücken die anderen nicht nach, sondern diese wird quasi frei und nie wieder benutzt. Den kann es halt nur sein, dass IDs fehlen, aber nicht, dass es IDs verschieden. Aber das ist ja offensichtlich der Fall. Vielleicht hat Biss das auch geändert. Das ist ein neues Feature. Wir müssen mit unseren IDs sparen. Jetzt geht uns die Nummer aus. Ich muss auch mal den Inhaler nutzen, ich komme gar nicht hinterher. Ich sprinte. War das Zelle, wo die Klingeln funktioniert haben? Ja. In einigen Gebäuden? Car, 300 meters, southeast. Ich glaube schon, und bei der Kneipe, wenn man reinging. Ob's die. Läuft da links oder ist das ein Soldatenbursch an der Straße? Ah, das ist der Zivi von vorhin, oder? Zivi. Links von uns? Da ist der Zivi. Gesehen. Oh, ich bin da vorne ins Haus. Haus. Auto. Und ob der was dabei hat. Vorne steht noch eins. Oh ja, das wäre was Feines. Halten, das ist ein Waffel-Camp. Halt neben den Häusern auf der Wiese. Mir gerade aufgefallen. Steht ein Zivi. Ah, Scruffy, du hast gut geraten. Da ist echt eine AA-12? Da ist eine AA-12 drin. HE oder Buckshot? Buckshot, okay, rechts. Aber 12 Magazine. Rechts sind Feinde. Bei dem kaputten Hatchback rechts und die gehen nach links, jetzt hinter dem Haus vorbei, in die Stadt rein. Hat leider kein Visier. Ja, wenn ich das richtig sehe. Ach, rechts von dir aus. Ja. Drei Mann sind jetzt auf der Straße, der Hauptstraße. Gehen nach hinten links weg. Von uns weg noch. Die Gebäude. Widerstandsfuzis. Vielleicht machen wir uns mal taktisch an. Also mit Gebrüll. Mit einer AA-12. Bug ist Schrot, oder? Ball ist das, womit man nichts anfangen kann ohne Visier. Ball braucht niemand. Du findest die entweder mit Bugshot oder mit HE. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Also, Slug. Haben wir es gesehen? Ich auch noch getroffen. Kann ich das Auto wegfahren? Jetzt benutze ich doch gerade als Deko. Das war es dann halt mit meiner Deko. Panzer, BP kommt nicht durch. Oh shit. Hinten in den Hof oder so. Ah,
auf die Reifen. Du Sack, alles auf die Reifen. Langsam habe ich die Schnauze voll von deiner negativen Einstellung. Mann, ey. Oh, das musst du noch als Einstellung hinzufügen. Grundeinstellung. Dass man das auf positiv setzen kann. Muss aber standardmäßig auch auf negativ sein. Attitude. Ach, deswegen hast du verloren, kannst du denn sagen. Ja. Wo ist der Panzer hin? Nach links weggefahren, nach Osten. Hinter der Scheune. Bleiben wir doch in dieser Scheune und gehen nie wieder weg. Okay. Keine Raketenwerfer gehabt. Da schießt aber noch wer. Gefängnis vom Waffendepot, glaube ich. Oh ja, das ist genau. Da ist es. Gibt ein Sunny? Kommt schon Sunny. Und ein Özmar Schmidt-Visier. Hey, da ist eine Waffe durch die Gegend geflogen, oder? Echt? Karte haben wir noch nicht. Ah. Warten wir einfach, bis die Gegner hierher kommen. Oder bis uns die Artillerie. Ah, ist hier schon wer. Scruffy, wir stehen Schlange für dieses Fenster. Nein, ich hab dir nur was in deinen Rucksack getan. Ah, hier was in den Rucksack. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, eine Karte. Ja. Dann triangeln mal unsere Position. Bling, bling. Bing, bing, bing. Cool, Neo, das können wir noch machen. Auf der Karte als Objekt unten den Kompass an der Seite durch eine Triangel setzen. Du bist ein bisschen leicht, wo wir sind. Ja? Ja, da wo das eigentlich auf Deck ist. Das stimmt. Ist. Ich hab übrigens das Luft da aber das passt nicht gemacht. Ganz. Position passt nicht. Position passt nicht? Nee. Wir sind nordwestlich von dem Lager direkt. Hoch. Ja, das passt absolut nicht mit dem einzigen, was aufgedeckt ist. Vielleicht haben wir das noch gar nicht aufgedeckt. Da sind wir an einem anderen vorbei. Würde ich fast sagen. Michael, kommst du mit das Quad da inspizieren? Ah, oh, fährt wieder weg. Schade. Warum würde ich das tun? Das ist ja nicht, weil bin ich sicher in der Scheune hocken könnte. Was? Oh ne, ein bisschen Deckung hätte gebrochen können. Herr Sunny? Ja? Da oben? Wo bist du denn? Übrigens bei Bergen, an der B3. Ich komm grad nach unten, wie da ankommt ist. Hast du dich vom Heuboden gestürzt oder wo ist der? Nö, die haben mich getroffen. Die alle? Ja, danke. Hinter niemanden. Taking fire! Die nützt es nicht. War das ein Granatwerfer oder? Ja. Klang zumindest ein bisschen so. Soll ich mit dem Hatchback wieder angreifen? Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Gott.
Zum Glück hat er noch nicht das Feuer eröffnet, aber ich krieg den Typen da auch nicht aus der MG raus. Sauber, ich kann jetzt angreifen. Nein, der Granat. Oh, hier steht ein neuer MG oder was auch immer das war, ist kaputt. Wir rennen aber immer noch. Under fire! Ja, ja. Und schießen. Und der fliegt. Da wollte ich auch gerade rein. Geht die Tür zu. Ich glaube, das war so eine Artillerie. Ja, wir müssen mal sehen, dass wir da hinkommen irgendwie. Erfreulich. Wir müssen sehen, dass wir hier im Heu ein bisschen rumspielen. Meins? Oh, hier ist ein Heuhaufen. Wir könnten so viel Spaß haben. Ja, aber irgendwann kommt die Artillerie und trifft. Aber nicht im Heuhaufen. Wir haben sie zumindest vom Camp so ein bisschen nach links in den Wald getrieben, aber. In der linken hinteren Ecke steht einer. Ja. Angriff? Ja, glaube schon. Thomas Griff, ich hab geupgradet. Oh. War die hier in dem? Ja. Das ist ein Upgrade, weil? Weil ich jetzt beide Danke. Habe. Danke. Achso, okay. Na gut. Ich bin fern, ich bin Nahkampf. Macht ihr den anderen Hatchback klar? Ich greif schon mal an. Ist der denn fit? Nein. Ich will ihn reparieren. Hast du den dahinter auch gecheckt schon? Ja, nur der jetzt ist er. Ja, da ist nichts drin. Ein Fernglas ist drin. 2, fall back. 3, rally up. In dem steht ein Baum. Okay, ich nehme jetzt den anderen Hatchback. Neo, bist du soweit? Dann heiz mal los. Ja, ich bin schon da. Nicht mit. So, ich dachte, du bleibst hier und rettest uns alle. Vom Heuboden aus. Du bist Aurelias Mütze. Ja! Ein deutsch dein Job. Ach so, Mann! Oh. Super! Steffi freut sich jetzt wieder. Schaut dir schnell ein Hatchback und kannst abheben. Nein, ich wollte den mit dem Baum nehmen. Jetzt ist der Baum auf mich draufgefallen und ich bin schon wieder verletzt. Ich kann nur durch den Zaun. Durch den Zaun, da klappt Wir das sind nicht. Wir sind in meine Erwartung nicht einfach. Ja? Ich dachte, du bist schon hier. Ja, dahinter im Wald, an einem kaputten Fahrzeug. Ach so. Weil ich bin jetzt einfach bis zum Comcenter daneben ausgestiegen. Ammo-Depot. Deine Definition von Dasein ist etwas. Ich bin jetzt schon da. Ah, ich bin unter Feuer. Ich bin am GMG. Den erwische ich noch. Ich bin ja bei dem kaputten Treibstoff-LKW. Ja, ich sehe dich. Hier waren halt noch drei Feinde. Oh, da vorne sind auch noch zwei. Von dem bin ich abgehauen und dann habe ich hier vorne einen Baum erwischt, als ich einen überfahren habe. Ach, da war ja irgendwas kaputt mit dem Ding. Da vorne ist Burger King. Hubschrauber. Das hab ich schon gehört. Ich hab dir mal einen Raketenwerfer. Ich würde jetzt gerade ein bisschen Abstand zum Ammo-Depot halten. RPG oder RSHG? Rela, STR. Also ich hab ihn zweimal getroffen. Rela ist hier nicht drin. Nicht? Nein, jetzt habe ich gerade Kein Raketenwerfer.
bin übrigens K.O. hier in dem Ding. Das steigt nicht aus. Oh, ja, da schießt wer von hinten. Nordost irgendwo. Ja, da wo wir herkamen. Oh, war das Artillerie? Ah, der Hubschrauber schießt. Er hat aber was kaputt, der Hubschrauber. Ja. Zum Glück ist Maike nicht da geblieben in der Scheune. Nein, ich habe meine Waffe kurz abgelegt, das ist die ganze Munition weg. Ich bin ausgerüstet. Okay, kannst du zu mir kommen, mich wiederbeleben? Ja, bin hinter dir. Warte. Stehe voll hinter dir. Du aussteigen? So, jetzt lohnt sich auch. Bon. Okay, dann weiter zum Burger King? Ja. Muss mir auch irgendwo eine Waffe oder zumindest ein Visier schnappen oder irgendein Raketenwerfer noch mitnehmen, wenn nicht schlecht, was da ist. Ja. Ich hab mir zwei Visiere mitgenommen. Ja, zumindest ein RSAG. Oversight könnte ich gebrauchen für die AA-12. Ich glaube, hier ist sogar eins. Ja, Michael, du kannst ja auch noch hier den RSHG schnappen. Nur noch zwei Raketen für Steffis RPG. Ist das Fahrzeug hier abgeschlossen? Fahrzeug abgeschlossen. Das heißt hier Wari. Ja, wir müssen dann hier mal die beiden Hatchbacks beide fertig machen. Ups. Oh, eine PKP. Upgrade ich auf drei Waffen? Das Ding rum. Feuer Südwest. Versuch wieder den Granatwerfer zu nehmen. I see movement. Medic, 200 meters, right up ahead. Vielleicht sollten wir den Granatwerfer mitnehmen. Ja, wollen wir weiter? Jo, seid ihr soweit? Steffi muss hier noch reparieren, glaube ich. Ja, der eine noch. Okay, hüpf den gleich rein. Ich bräuchte noch mal einen Sunny, aber ist mach egal. Mal beim Burger King. Ja, ja. Bin drin. Okay. Kommt ein LKW? Rechts auf der Straße. Der ist auch voll, so wie es aussieht. Ich finde das nicht gut repariert. Wir sind nicht so schnell. Oder mit mal einfach kaputt. Die sind ja nicht gut repariert. Sondern nur wieder funktionstüchtig. Panikraum. Okay, oh, die Leute sind hier direkt. Ist Infanterie direkt? Einer ist rechts. Einer nach den rechts gelaufen, das habe ich. Ach, gut, das war wahrscheinlich der, was ich meinte. Hinter dir, hinter dir. BMP. Ja. Noch ein, lade. Komm jetzt aus dem roten Haus. Straße runterkommen welche. Man,
da ein Netz von denen? Direkt so hoch erscheint schon, dass etwas sicher ist. Ah, scheiße, Steffi liegt direkt im Eingang von dem roten Haus, in dem du dran stehst. Du musst einfach reingehen. Oder einer, der an dem beim Lachladen erwischt. Bergen. Danke. Bitte. Ja, das ist der BMB. Das ist... Ich finde noch eine Straße. Hat's geklappt? Ich hab keine Ahnung. Gut aus. Ja, komm schon. Also, ja, hast du noch eine Explosion angehört? Ist der vielleicht leer? Ich weiß nicht. Er hat nicht reagiert. Vom Einschlag her habe ich ihn getroffen. Wie? Du bist auch nicht. Also. Sind hier welche direkt bei uns am Burger King dran? Ja, ich wurde gerade vom Burger King beschossen. Steffi, wo bist du? Neben dem Haus. Lass mal rüber in den Burger King rein. Nicht so richtig, wo das Feuer kommt. Ich hab einen gerade. Aus Westen, Südwest. Also der Burger King unten rum ist jetzt voll. Ich hab vorhin so eine halbe Runde hinten rum gemacht. Bräuchte den Sunny mal. Ja. Oh, musst du da hingehen, der ist hier irgendwo. Der Doktor hat hier irgendwo seine Praxis. Oh! Ist die Praxis im ersten Stock immer noch? Ja. So. Ich würde gerne einen Termin machen. Ja, meine Praxishilfe ist leider nicht da. Ja, dann halt. Ich komme! Bei ihrem Vater. Jeffy, aufs Maul? Heilen oder aufs Maul? Hm. Oh, das ist was Größeres. Jeffy, stillhalten. Ah, der BMP fährt weg. BMD. Oder, nee, BMD. Der BMD fährt weg. Er war doch nicht leer. Dann, Steffi, klopfst du doch mal bei ihm an. Wir wissen aber, was halt noch bei Wiese. Oh, dumme Ideen kommen. Ich hab auch noch zwei Raketen. Gerade hierher. Ich hab auch noch zwei Raketen für dich im Rucksack. Gerade einen im Osten gesehen, steht da genau an der Ecke. Schön Schild und Baum. Jetzt ein Busch. Oh, genau da. Au! Schießt aber immer noch wer. Ah, oh, wie wär's mit der Mörserschütze? Im Süden. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Wie das sind, ne? Neon. Wir wechseln, was hältst du davon? Macht aber nur halb so viel Spaß. Warte mal. Kommen wir jetzt den Mörser hierher? Der Typ ist scheint schon tot zu sein, den Mörser, ja. Mörser holen und auf dem Dach aufstellen? Eigentlich ist eine gute Idee, oder? Außer, dass wir dann aufs Dach müssen. Okay, im ersten Stock haben wir jetzt auch... Au! Da liegt eine Steffi im Flur. War der Panzer? Kannst du mich auch noch zusammenflicken? Ja. Ja. Wo bist du? Ah ja, die Richtung passt. Moment. Das ja, rechts von der Straße. Von dir aus vielleicht hinter dem Baum. Haben wir noch ein halbes Fahrzeug? Ja, und jetzt hat er mich gesehen. Unser Hatchback, mit dem wir gekommen sind. Neo, jetzt jetzt wäre der Mörser eigentlich ganz praktisch. Die nördliche Ecke. Heli kommt auch. Juhu.
Ach, das war ja ein Busch. Wo ist der? Du hast auf den Busch geschossen. Hast du noch einen Schuss? 155 Grad auf der Wiese hinter dem Baum und dem Busch. Da schießt auch wer auf mich. Ja, da schießt sicherlich nicht irgendwo Infanterie. Und rettet mich. Da kommt ein Kontakt. Ja. Schießt immer noch, aber das sah ganz gut aus. Ja. Bräuchte ich deine Kanonen. Ich komm. Also. Ihr macht das schon. Wenn ihr fertig seid, holen wir den Mörser. Du solltest dich hinhocken. Ich leg mich gleich. Läuft alles die Beine runter. Danke. Oh, das war gar nicht der Panzer. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte auch das Hauptgeschütz genutzt. Infanterie Nordost. Michael, ich hab dich. 100 Meter. Ich nicht bleiben kann. Beide tot. Das Herz. Was hab ich ihm denn getan? Hab die Münze gesehen, hab ich für Aurelia gehalten. On fire! Ich dachte, wir müssen als erstes aufbauen. Take a fire! Ah! Er hat doch einfach keine Maschinengewehrmunition mehr. Nee, den benutzt er immer noch, also die hat er noch. Ja, stimmt. Car, 75 Meter, right. Okay, jetzt gebe ich's ab. Er möchte es probieren. Ruffine. Noch einen Schuss jetzt. Ich? Warum ich? Aber du bist jetzt eingeschossen, Steffi. Ja. Ich hab zweimal, wo ich dachte, jetzt hab ich ihn. Nachladen darf ich auch noch selbst. Ja. Selbst das traut Steffi sich nicht mehr. Ja. Geht ein USC in der Stadt? Das Gefühl, dass es aus dem Gebäude raus nicht so geht? Kann das sein? Naja. Doch. Hat er getroffen? Oder war der zu kurz? Ja, der getroffen. Der brennt. Fährt wieder ein LKW in der Stadt. Übrigens an der Tankstelle. Okay. Müssen wir nur noch herausfinden. Wenn er noch im Westen irgendwo. Ah, da war noch geschießt. Der trifft schon wieder vorhin. Der LKW ist gerade auf der Kreuzung nach Nordwest abgebogen. Neben dir, Scruffy, kannst du noch einmal deine Zauberhände... Komm mit dem USC. Oh, Steffi, guck du mal, ob du irgendwie im Westen erkennen kannst, wer da dort auf mich schießt. Ich versuche dann wieder hier ein bisschen... Hast du? Fertig? Ja, mich aufmerksam zu machen. Au! Ich
benutzt das mal für eine kleine Toilette. Bye. Einen habe ich, der andere liegt. Esel. Oh, wieso wackeln wir? So, kommt einer von euch mit den Mörser holen? Freiwillige vor? Und wartet erstmal, bis Scruffy wieder da ist. Oh. Den muss ich auch noch wiederbeleben. Da ist noch einer mit dem Mörser. Den krieg ich nicht. Auch im Westen. Neben dem Zaun. Was? Mörser? Zaun? Ja, da ist noch einer. Welche Richtung? Im Westen neben dem Zaun. So ein kleiner Zaun. Ich hier? Aber Karte ist da keiner. Ja, hier fahrt er. Dankeschön. Graffi, kommst du mit den Mörser holen? Ich würde eigentlich lieber zum Waffenkampf mal Muni holen für den Raketenwerfer. Oh, Kontakt, Feinde! Ost, aus der Stadt. Jetzt hab ich. Sehr gut. Der Mörser. Ist das der LKW, der da noch fährt? Under fire! Ja. Ich will lieber den Mörser holen erstmal, der ist ein Jahr dran. Da können wir zu zweit fahren. Jetzt zurück rein. Zum Teil nicht weg. Ja. Geiler Hut. Ja, fand ich auch, muss ich gleich nehmen. Ist sogar getarnt, also gar nicht mal so schlecht. Okay, fertig. Ah, nee, die da am Westen, die kriege ich nicht, weil ich nur am Wackeln bin. USI steht hier vorne. Krieg ich die Waffe auf? Ja, ich bin doch wieder verletzt. So, gleich komm. Rufst du rein, Scruffy? Wir haben sogar Scheibenwischer bei dem Wetter. Ist fit. Under fire! Ich hab schon fast einen Grund, die nicht anzumachen. Taking fire! Ja. Teile. Mit bewegen, nur ducken. Mein Kerl erwartet sich. Ja, danke. Wo sind die under denn? Fire! Die sind genau da. Straße da lang. Also da ich glaube, ich hab aus dem Wald fliegen sehen. Das ist für mich im Nebel. Ich habe auch kein vergrößerndes Visier. Daneben links ist ein Zaun. Das ist für da, mich, das kommt da für mich aus dem Nebel. Ich sehe da gar nichts. Na, ich wollte nur sagen, da links davon ist ein Zaun und da war wohl auch ein Mörser oder sowas. Ah, den habe ich den habe ich erledigt. Was ein Sperre ist es dann? Okay, die sind 296 Grad, 520 Meter, direkt vorm Wald. Da rennen welche im Wald rum, da liegt jemand vorher im Gras. Kannst du es auf der Karte markieren? Guck grad mal. Ich sehe nämlich gerade, man kann den Mörser nicht abbauen aus irgendeinem. Ach doch. Da sind wir. Dann sind die. Ich habe da mal ein X gemacht. Grob da. Vor dem Waldrand. Im Waldrand. Und so weiter. Okay, ich hab mal 4 rausgerotzt. Sagst du mir, wenn die einschlagen? Nee, ich hab schon abgebaut, okay. Aber sollte jetzt gar nicht so weit. 2! Form on me! 3! Okay, regroup!
23 Punkte. Ich glaube, die Einschläge waren ganz verkehrt. Oh, sag mal. Ich sehe keine. So, bin wieder da. Enemy fire! Mal ganz kurz auf dem Wörtchen. Under fire! Ich geb's auf. Ein Magazin. Oh. Ich will dich gleich mal hoch. Lache G3. Ich wusste, würde mich noch ärgern, dass ich nicht das Zeiss mitgenommen habe. Das ist mir etwas schneller aufgebrochen. Das vollere, das leere Magazin. Sehr cool. Sind welche in die Stadt gekommen, im Nordwesten? Einer hat da gerade einen mit dem RPG erschossen. Lass mal untersuchen, wie viele da noch sind. Brauchst du noch G3 Magazin? Hier sind noch zwei. Ich wollte die reinholen, die komplette G3 mit dem Magazin gleich mal. So, weil ich habe mir jetzt den RPK genommen. Jo. Komm, kannst du hier hochkommen, mir Deckung geben? Dann guck ich, ob ich mir den RPG da vorne fallen kann. Mach mal hier einen kleinen Haufen grad auf. Ups. Buffy, bitte erlaubt es, oben aufs Dach gehen zu dürfen, um den Mörser aufzubauen. Wenn es unbedingt sein muss. Oh, wenn ich da. Ich hab versucht, ihn aufzuhalten. Ja. Ah, hier bist du. Ja. Leg dich mal hier hin, wo ich gerade lag, und guck da in die Richtung nach Norden. Ich versuche mal darüber zu kommen und den RPG zu holen. Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit hier ablegen wollte, hauptsächlich. Ich wollte den RPG hier hinlegen. Ja. So ein RPG, meinte. Das ist auch noch ein Raketen. Katz hat sich gerade angeschlichen. Ich habe mich voll erschrocken, habe mich umgedreht und sie lag hinter mir. Roleplay Game. Du rennst ja gerade über die Straße, ne? Ja. Okay. Mörser steht auf dem Dach. Ja, guck mal, ob du da hinten die Typen, die du vorhin beschossen hast, die wieder findest irgendwie. Hast du Fernglas? Ja, im Westen, da waren ja. Ja. Noch einige. Okay, ich hab den RPG. Ja, den RPG. Braucht noch jemand? Oh. Den niemand. Schnell die Magazine und lauf wieder. Gehen wir schnell hier rein. Leider keine zusätzlichen Raketen dabei. Immerhin. Ich höre wen schießen, aber ich sehe niemanden. Ja, die sind da alle im Nebel, direkt am Waldrand auf der Wiese. Hängen hier rum. Da hinten kommen aber große. Ah, da hinten sehe ich einen.
noch eine G3. Nordwest. Da hat wohl ein LKW ausgeladen, noch da kommt ein paar. Und ein Fernglas noch. Oh, was haben wir denn hier? I see movement. Unknown contact. Da war ich doch schon. Ja, der hat aber irgendein Visier gehabt, aber ich geh gleich nochmal raus. Unknown contact. 400 meters. Bearing 315. Achtung, ich feuer mit dem Mörser. Ah, sehr schön. Jupp, hab ihn. Ab 2 mindestens. Oh, Feuer aus Süd irgendwo. Enemy fire! Ja, Südost. Okay, ist auch nur ein. Oh, während ich hier gerade am Flattern bin, kommt vor mir jemand um die Ecke, war aber nur ein Zivi. Läuft einer an einer Straße. Schießt aus dem Busch. Irgendwie nach Südost. Bin wieder rein. Man, 200 meters, back! Under fire! Ja, hab ihn. Ich hab zumindest noch einen Cobra Sight für eine AK jetzt. Oh, da schießt aber noch wer. Hubschrauber. Gunship. Behind. Leg ich mich mal hin und verhalte mich ganz schön. Sein Leben ist einfach alle in den Raum in der Mitte bewegen und sich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin tatsächlich sogar unten in Panik gekommen. Ich dachte mir, ich erwähne es nochmal extra. Wir sollten den auch nicht irgendwie groß anfassen, sonst kommt der nachher auf die Idee, dass es jetzt wieder in den Kopf einstürzen zu lassen. Jetzt mal als wir den Hit da. Oder Boss. Ja. Mehr haben. Aber da hinten sind zwei, sind weiter weg, die zählen auch. Der eine liegt, der andere steht da näher hinter. Ziehen wir uns ein Stück zurück. Taking fire! Auf der anderen Seite so los ist. Lassen die näher rankommen.
Westen in die Stadt, dort ist so eine Kneipe. Ja. Ein bisschen Vorbau, den Wintergarten gesehen. Ich hab keine Lust in eine Kneipe zu gehen. Picken die Klamotten immer nachher so. Wieso? Nö, Probleme hat beim Trinken. Genau nicht. Mindestens zwei Mann, Süd für West. Ja, genau. Der eine hat schon RPK. Steffi, du merkst das wahrscheinlich nicht, weil es bei dir vielleicht immer so riecht. Ja, aber wenn man aus der Kneipe kommt, riecht man meist nach Zigaretten. Aber das ist doch verboten, dachte ich. Ja, stimmt auch wieder. Naja, der, also. Der vordere hat den RPG 7. Aber die Leute befinden da trotzdem. Ja, aber dann nach Schweiß oder so. Auch nicht besser. Gesünder, aber nicht besser. Ja, die müssen uns ja mal eigentlich schnappen da, ne? 148 Meter, da hinten sind die Raketenwerfer, ja. Steffi, kommst du mal her? Ja. Ist es das Trainer? Komm hier zu mir in den Raum. Wenn du dich hier hinstellst, kannst du da auf diese Palette, kannst du da oben drüber gucken, wahrscheinlich die Waffe auflegen und die zwei Deppen da wegfließen. 348 Meter sind sie denn. Hinstellen. Oh mein Gott, du bist ziemlich kaputt. Das ist ein LKW. Das sieht schmerzhaft aus. Weiter links musst du gucken, an der Straße entlang. Rechts von der... Schon mal nach links an der Straße entlang. West-Nordwesten, dann rechts von der Straße liegen sie zwei, 348 Meter weit weg. Wenn die Waffe auflegst, müsstest du sie... Oh Gott. Michael, bist du auch im ersten Stock? Ja. Und dann bist du vorbei und sag, ja, Steffi bei dir auch so kaputt ist. Soldier, 75 Meter, front. Mich hat's umgehauen. Steffi, so funktionieren hier nicht. Und ist das echt? Überhaupt alles. Steffi, so funktioniert das nicht. Wo warst du? Bei dem Technical. Ja. Okay. Das Pickup. War's. Ja, ja. Keine Muni mehr. Ja, ich hab vorne eine G3 hingelegt. Pack dir das Visier ein oder guck, ob das auf irgendeine andere Waffe passt. Neo hat noch andere, was aufpassen könnte. Aber Mike vielleicht auch noch hier. Was? Das Visier von Steffi. Das sollte passen. Zum Boxen? Nee, leg ich's hier hin. Weg ist dahin. Passt nicht. Steffi, nö, passt doch nicht. Kannst du mitnehmen? Ich habe keinen Platz für überhaupt irgendwas. Okay. Ein Gegner, der hätte noch einen Busch. Ein Happy. Ist doch mal irgendwie anders anzudrehen. Ich bin nicht doch, weil ich nicht so gut laufe. Ja, genau da oben muss der gewesen sein. Ja, einen habe ich schon. Ich kann gerade schon aus dem Busch quasi. Aber da, wo du jetzt bist, raus und drüben in den Pub rein. Von hinten. Ja, ich will ja eigentlich nicht raus, wenn der Heimdruck da ist. Ach, den hat doch nicht gestört, dass ich da rumlaufe. Der dachte, für den bestimmt keine Munition. Position und ich bin unten weiter. Wahrscheinlich. In der Rakete ist teuer. Ja, ich hab noch ein RPG. Ich hab noch ein RPG. Das Großteil ist viel für. Los, lauf, sie können dich alle töten. Raus und links vor. Ja. Sollen wir alle raus? Nee. Lass Scruffy mal alleine drauf gehen.
Schaden sollte vielleicht geschossen. Oh ja, da hinten werden sie schießen wird. Was ist denn aber andere? Ja, da rennen auf jeden Fall gleich, also komm auf jeden Fall. Hold the fire! Ich muss den weg. Bin schon, ja. Okay, wir gehen hier, ja, wir gehen hier raus. Und du hast bloß deine Hardbox sogar. Ja. Wo waren die? Die Richtung? Zwischen den Häusern da durch. Also das waren nicht die, die mich beschossen haben. Guck mal, die, die mich beschossen haben, waren da. Ja, aber da vorne sind jetzt welche. Genau Nordwest an dem Haus vorbei. Man ja, kann, aber die sind neu. Man kann vorne nicht richtig. Ist egal, da sind jede Menge. Ich wollte es nur sagen. Ich kann auf jeden Fall auf die Mauer schießen, an der du stehst. Dann gehe ich jetzt mal wieder in den Burger King. Schön, dass wir dich auch überzeugen konnten. Schon hier die PKP vorher raus, sieht man, das ist. Ja. Neo, guck mal. Ob du das Visier von Steffi und deine Waffe plus. Ich bin hier oben, erste Etage. Das Antwort sollte dann heute. Ich leg das Visier mal auf den Haus. Under fire! Ich bin in den Flur und na, reinschießen. Under fire! Haufen. Enemy Fire! Hier im ersten Stock. Nördlich bei dem Leiter. Ach, der, wo die Gegner schon hinschießen können. Wenn du dich hinlegst, ne? Deswegen hatte ich den wohin gemacht, nur um die Sachen loszuwerden. Wenn ich das Neues mache. Akkord liegt ab. So, jetzt habe ich einen Schatz. Nördlich auf der Kreuzung. Da hat einer reingelaufen, glaube ich. Ja, ist wieder rausgekommen. Geh mal in den zweiten Stock. Mike überwacht die Ecke. Ja. Wer muss hier? Ich werde zumindest nicht erschossen. Ich würde so einfach die Gegner erschießen, wir können sie dich nicht erschießen. Vor allem uns auch. Dazu nicht. Müssen die Gegner überhaupt erstmal sehen. Ah. Enemy fire! 321 Grad, dann liegt die Menge. Ja. 227 Meter, das ist ein Erwisch. Sehr gut. Ja. Ich hab jetzt endlich die Richtung und Entfernung gehabt, um den Granatwerfer auszupacken. Mir stand einer auf der Wiese, der geschossen hat und der weggelaufen ist. Der lag. Ah, da steht einer noch! Was? Der ah, da ist noch einer auf. Ich würde sagen, der macht sich zum Angriff bereit.
Ja. Wo wollen wir denn mal hin, wenn der Heim vielleicht noch findet? Ah, ist mir aufgetaucht. Ja, hat mich. Hab ihn aber mindestens noch zweimal erwischt. Hubschrauber ist weg. Maike hängt in der Mauer. Ja, wir sind hier zu langweilig. Was will ich denn hier? Ich sehe nie Gegner, wenn dann erschießen die mich und... Da stehe ich mich doch nicht ans Fenster, stehe mich doch in der Ecke. Danke. Habt ihr den? Nö. We've got an enemy. Soldier, 400 meters, bearing 315. Jetzt die große Frage, wo ist er hin? In seinem Busch ist er nicht mehr. Roten Haus. Hab ihn. Sehr gut. Weil der Ruby ist, glaube ich, weg. Das ist der LKW gerade durch die Stadt gefahren. Und der irgendwo ausgefahren, ne? Steige ich auf PKP um? Ja. Lass uns mal überlegen, weiter nach Süden oder... Ah ne, wir haben hier im Nordosten irgendwas. Nächste Fragezeichen. Gott, beim Roten Haus ist wieder einer. Ja. Vielleicht geht er durch. Er ist rechts an der Wand gewesen. Oh. Das wäre die perfekte Granate gewesen. Und wenn er so durchgeht. Ah, da ist er. Rifleman, 75 meters, front. Wir im Nordosten sehen, was da steht. Nein, bisher noch nicht. Das ist immer kaputt. Da steht das am Straßenrand, das könnte ein Comcenter sein. Ja, wollen wir weiter? Westen einiges angelaufen. Relativ weit weg. Kommen wir nach Nordost. Okay. Wir gucken, ob das ein Comcenter ist. Mhm. Ich mach den USI-Start, klar. Bin ich gefälligst mit? Ich will erstmal rausfinden.
Also ich habe drei Raketen. Das ist schön. Habt ihr ein Fahrzeug oder wollt ihr im USI mitfahren? Ich hab kein Fahrzeug. Ich bin schon an der Tanke vorbei zu Fuß. Okay, wo ist Steffi? Hinterm McDonald's. Der Burger King. Taking fire! Ah! Du tot? Ja. Wo? Genau. Ist wo ist doch dein? Wellblechzaun hinter dem Burger King. Du bist innerhalb oder außerhalb des Wellblechzauns? Außerhalb. Scruffy weiß doch da, die zwei, die wir davon beschossen hatten. Der eine hatte davon einen Raketenwerfer. Ah, das war... Wem wurdest du beschossen? Südwest raus, irgendwie auf der Wiese. West? Der Wellblechzaun ist in einer anderen Richtung. Südwest. Ah, ich sehe Steffi. Südlich von der Rot... Nee, Hauptstraße. Erst reparieren? Ich habe jetzt auch ein Fahrzeug. Also es fährt, gerade ein Stück weg. Aber hat es auch Scheibenwischer? Natürlich. Okay. Ein Platz wäre 142 M. Scheibenwischer sind schon. Ah. Fahren auch vorbei, fahr die vor. Ja, konnten wir. Sogar richtig. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass er gleich in die Luft fliegt, wenn ich zwei Leute überfahre. Und in dem Busch war wohl noch das statische Ding. Das hast du so eben am Schluss gerammt. Ja, das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich habe nur die Leute deiner Hand so gesehen. Ich dachte, da hält sie jetzt einfach durch. Aber das sieht gerade richtig cool aus. Mit den Wolken und der Beleuchtung. So ein bisschen wie das doch hier tagsüber war, wenn es nicht geregnet hat. Dunkler Himmel, aber Sonne scheint so ein bisschen und beleuchtet die Wolken. Das Nachtsichtgerät voll mitnehmen sollen. Okay. Wie schön das gegen mich haben. Okay. Wie du schaffst das? Glaube ich eher nicht. Was ist das denn hier? Hast du gerade schon alle erschossen? Ich habe nur ein bisschen grob in die Richtung gefeuert. Und dann die Granaten in die Ferne. Ja, nicht so schwer sein. Licht weg. So, ihr habt das MG aber ausgeschaltet noch? Also jetzt gerammt, oder? Ja, ich glaube, das ist weg. Gut, weil ich jetzt einfach drauf losstürme. Ja, ich werde auf die andere Munition wechseln. Dann habe ich auch mal volle Magazine, wenn ich nachlade.
helfen. Wechsel immer nur von einem Halbleeren zum anderen Halbleeren. Ich wundere mich, warum die immer so schnell weg sind. Ich denke mal, jetzt müsste doch das Feuer aus sein, ne? Ja. Oh, kacke, da vorne rennen sie ja. Nein! Bitte. Wenn ich reagiert habe, öffne ich jetzt nicht das Feuer und hoffe, dass sie mich nicht sehen. Was? Auf wen soll ich das Feuer öffnen? Nein. Zurück hintern. Das Hütchen? Ja, zurück nach rechts hinter den USI rutschen. Weil da vorne in der Richtung waren mindestens zwei Mann. Ja, wir wissen es. Halten nämlich mehrere Treffer aus. Brennen sie oder fluchen sie? Weder noch. Hm. Nein! Bleib bloß hinter dem Ding. Danke. Zwei Karten Nachtsichtgerät, die sollten wir wieder beleben. Ist noch gar nicht so weit. Ist sehr dunkel. Was tut er doch? Maike. Wo braucht ihr ein Nachtsichtgerät? Ist bei dir dunkles. Nicht dunkel? Also ich find's ziemlich duster. Wie ist es bei dir? Wie ist es leicht bewölkt? Ja. Ich meine schon halb bewölkt. 6. 20 nach 5, aber es ist trotzdem vom Wetter her so leicht bewölkt. Oh. Dunkel und bei mir. Tierisch dunkel. Der hier hat noch eine Laufgranate. VOG oder? Also russische oder? Ja, naja, der hier. Ah, sehr gut. EP30. Nee, das ist dann doch wieder die andere. Ah, okay. Und jetzt? Gehen wir hier vorne rein zum hoffentlich Com-Center. Ja, da ist der Com-Center-Turm. Schaffen wir das? Ich mach das schon, ich glaube an euch. Wir sollen das klären mit ihm sein. Das Einzige, was Zelle wirklich fehlt, deine, finde ich. Irgendwas, was Kugeln halbwegs aufhält. Was nicht so schlimm ist, wenn die KI durchgucken kann, weil sie nicht auch noch durchschießen kann, meinst du? Ja. Du musst halt einen schönen breiten Baumstumpf suchen. Also bei das nächste Update draußen ist, nehmen wir eh alle nur MGs mit. Wenn es denn tatsächlich stimmt, dass die ja, Accuracy abnimmt, wenn sie unter Sperrfeuer sind. Einer schießt nach vorne, einer nach rechts, einer nach links, einer nach hinten. Und dann laufen einfach langsam über die Karte, Schulter an Schulter. Hast du die Videos gesehen von dem Bug, der da in der letzten Version von Deathbranch drin war? Die haben bei der irgendwie bei der Genauigkeit der KI ein Problem gehabt, dass wenn man die suppressed hat, dass die dann, wenn sie zurückgeschossen haben, diesen Bereich, in dem sie schießen,
Und in dem Bereich der Ablenkung. Die Ablenkung wurde halt erhöht, aber sie haben immer nur am äußersten Rand dieses möglichen Bereiches geschossen. Das heißt, wenn sie auf jemanden gezielt haben, war nicht, sie können maximal einen Meter rechts und links vorbeischießen, aber es kann halt auch überall dazwischen in der Mitte landen. Nein, sie haben wirklich nur ganz außen maximal einen Meter rechts oder links geschossen. Wenn ich gut hätte, sie drin lassen können. Dann hatten sie das halt, dass eine KI 5 Meter vor der anderen stand, hat das Feuer eröffnet, hat aber nicht getroffen, weil sie nur einen Meter rechts und links daneben hat. Die andere war deswegen suppressed, hat zurückgeschossen, hat auch einen Meter rechts und links daneben. Und beide haben sich nur gegenseitig suppressed, konnten aber nicht treffen. Also die haben da irgendwie ein paar Leute hinter. Oh. Also von euch aus wahrscheinlich links waren 3 oder 4. Ich sehe gar nichts mehr, ihr müsst das ohne mich machen. Einer am stationären, was auch immer. Oh! Hier steht einer rum, ich dahinter sind welche. Ich habe auch 80-Bild mitgenommen. Ich habe eins im Rangefinder. Okay. Das bringt mir nur überhaupt nichts, weil das wie hier nichts. Schlepp ich eigentlich G3 Magazine mit? Keine Ahnung. 2 Mann, die jetzt vor dem Ding von der. Ne, 3 Mann sind es jetzt. Die links haben vorne. Haben welche von den Nachtsichtgeräte? Nein. Also ein bisschen sehe ich was. Vorne links ist direkt ein MG. Die haben ja, ja TWS sogar. Das heißt, hinten rechts wird das zweite sein. Das könnte ja, ich ist auch das zweite. Hat mir irgendwer zugehört? Ah. Aber schon wieder vergessen. Okay. Noch einer. Man hat ein paar RPGs, aber kein Raketenwerfer dafür. So ein bisschen erahnen, wo die Gegner sind, kann ich. Weil ich könnte zumindest auf das MG schießen. Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr. Doch nicht. Contact, 200 meters, front. Irgendwer angeschlichen? Im G noch da? Ja. Stehen jetzt 2 Mann links davor und links dahinter. Warum stöhnt Steffi? Laufen welche rum. Ich hab nicht gestöhnt. Was ist denn Maike? Klang's nach mir? Nee. Maike vermisst die AT-Waffen. Sind alle drin? Maike vermisst, dass mal irgendwas passiert. Na dann los! Ich kann nur für euch spotten, ich kann nicht angreifen. Eine MG habe ich rausgeschossen. Sehr gut. Nee, die sind auch noch nicht sonderlich aufmerksam geworden. Ja? Ja, der zweite. Zweiten habe ich auch. Jetzt wird der Rest aufmerksam. Dahinter sind welche? Hm. Ist dahinter auf der Wiese rennen jetzt einige rum. Ja, mal gar nicht. Tot.
Da war noch einer. In der hinteren Ecke hat sich ja noch einer hingelegt. Michael, deckst du mal bitte die Rückseite bei den Dixies? Kann ich nämlich nicht hingucken von hier vorne. Neo, genau. Ah, da hat das einer. Ja, ja. Ja, auf der. Ja, genau. Neo, von hier aus auf der anderen Seite waren einige. Den gehabt, ja. Und zwei. Mindestens. Bei dem Guts. Mitten im Wald. Steffi, längst ist einer rausgelaufen. Ich glaube, da, wo du jetzt mehr oder weniger auf ihn zuläufst. Ist ultra kacke. Jo, direkt neben dir. Muss der sein. Ah, klick statt Bumm. Ja, der liegt zwischen den LKWs. Ja. Michael, pass auf. Target neutralized. Ich bin jetzt durchgerannt. Zelle. Ah, geht doch. Direkt hinterm Schloss. Ja. Okay, ich heile mich hier drin mal. Oh, ich bin offensichtlich auf dem Weg angekommen. Ich irgendwas abgelenkt habe, das müsste der Zaun sein. Such mal Nachtsichtgeräte. Die, die ich gesehen habe, hatten alle keins. So, ich bin mal in eine von den MGs eingestiegen. Kann ich zumindest Deckung geben und sehe was. Ja, ich glaube, du hast es recht. Aber Steffi leuchtet nachts. Oh, da hinten kommen auch ein paar Feinde direkt an. Denken wir niemand davor? Hier sind VOG-Granaten. Enemy fire! Der taugt nicht irgendwie was aus unserer Position zu markieren. Muss auf jeden Fall sehr her. Okay, wir müssen dann von hier aus. Steh das nicht, bei mir ist es noch Tag. Was ist es? Wenn du O drückst, wie spät ist es da? Uh, 20 nach 6. Okay, und bei dir ist es Tag, hey, wenn das Nachtsichtgerät auf. Aus, Ich hab gar kein Nachtsichtgerät. Okay. Oh. Also, ich sehe ein bisschen was, aber. Ja, ups. Ein bisschen was, aber nicht viel. Okay, dann lass die jetzt mal weg. Jo. Jeder ein LKW, wir müssen in die Straße runter, wieder rechts zurück und in der Stadt dann links abbiegen und dann einfach geradeaus. Bis wir über die Brücke in Zelle sind und dann rechts, rechts und zum. Das war's dann wieder. Der Sunny fährt den Sunny-LKW und fährt nicht damit rum. Ich fahr nicht. Ich sehe nichts, ich kann nicht fahren. Wenn wir du fahren. Siehst nichts. Ich sehe nichts, es ist kurz-schwarz. Bei mir scheint die Sonne. Ja, bei mir ist es auch kurz-schwarz. Mitten in der Nacht. Ich hab mal ein Screenshot gemacht, ob das glaubt. Soll ich auch einen machen? Ich glaube, das ist, irgendwelche Fixes sind, haben wir oder so. Irgendwie ja, der Zelle-Fix. ACZ. Hast du den? Ja, klar. Den hast du mir rübergeschoben, der ist mit Island-Ordner, oder? Auf jeden Fall. Ah, okay, dann haben die anderen den wahrscheinlich mit dem, nicht. Mit dem Armor 3 Lighting und den Armor 3 Wolken und so.
Wolken habe ich keine. Steffi, ja, Steffi, du musst reparieren, die Hupe geht nicht. Oder sie doch hattet. Aber. Ich dachte, sie ist nur sehr leise und jemand zu laut. Das ist klarer Himmel. Du siehst das hinter mir? Vor mir, ja, hinter mir. Wenn ihr sich Kontakt verliert, müsst ihr es sagen. Ja, die beiden haben den Fix nicht. Die anderen drei Beleuchtung. Ja. Und die 3D-Wolken und so. Das kann sein. Ah, hier steht ein Gegner rechts. Er hat nichts kommen gesehen. Ach, Scruffys LKW. Ich komme wieder auf die Straße. Kürzen wir einfach mal ab. Warst du mich jetzt zu spät? Oh, da steht wer? Nur einer! Nein, nicht nur einer! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist gute deutsche Wertarbeit. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das habt ihr nicht außenrum um die Stadt abgekürzt? Weil du auf einmal... Wir waren direkt neben dir, als du sagtest, du kürzt mal ab, bist du quasi so 5 Meter vor. Da waren wir quasi schon in der Stadt quer drin. Über die Straße rüber abgebogen. Okay. Und dann waren wir schon halb in der Stadt drin. Und da steht ein Technical auf der Kreuzung und dann ist das eine und das ist der Schild. Und das... Schild da. Ist nicht so minderwertige Arbeit. Minderwertige Qualität, die auf anderen Schilden steht. Und hinter mir ist Steffi. Ja. Da war Straße. Schützen hast du vom Technical? Den hast du wahrscheinlich schon, sehe ich keinen. Auch nicht. Kann mich aber nicht dran erinnern, den gehabt zu haben. War noch einer links. Ja, rechts läuft einer weg. Was war das? Scheiße! Hammer gut! Wurde ich von einem Technical überfahren? Da kam gerade ein Technical von der Seite an, das volle Kanne nicht reingekracht. Dann sind die, wenn die Reifen kaputt waren, ist die Kuh rausgesprungen. Und ist ein bisschen angefressen. Oh ja. Ja.